Venedig, die malerischen Kanäle, der Markusdom, der Dogenpalast. Viele träumen von einer Reise in die Lagunenstadt und immer mehr kommen auch. Doch der große Menschenandrang bereitet der Stadt seit Jahren Probleme. Verschärft wird die Situation durch die vielen Kreuzfahrttouristinnen und Touristen, die oft nur für ein paar Stunden zu Besuch kommen. Eine Gebühr für Tagesgäste, über die der Stadtrat entscheidet, soll für Entlastung sorgen. Tausende von Touristen strömen vom Bahnhof in die Stadt jeden Tag. Von morgens bis abends füllen sie die Gassen und Vaporetti. Für die Einwohner Venedigs bleibt fast kein Platz. Bereits seit 4 Jahren wird über das Tagesticket, eine Eintrittskarte für Venedig, diskutiert, um die Touristenströme besser zu lenken. Die Urlauber reagieren unterschiedlich. Und sowas einfach einzuführen für wirklich Touristen finde ich in Ordnung. Weil die hier arbeiten oder hier wohnen, die sind ja davon ausgenommen. Essen ist ja fast unbezahlbar. Also es ist schon insgesamt sehr teuer. Deswegen ja, nochmal irgendwie Geld zu bezahlen, nur um hier reinzugehen, ist natürlich auch nochmal extra Kosten. 5 Euro soll das Ticket kosten, buchbar über ein Online-Portal. Dort erhält man einen QR-Code, wie schon für den Markusdom oder andere Sehenswürdigkeiten. An 30 Tagen in der Hochsaison soll das System im kommenden Jahr getestet werden. Das allein reicht aber nicht, meint Giovanni Leone, der sich für eine bessere Lebensqualität in der Stadt einsetzt. Das eigentliche Problem seien die Übernachtungsgäste, für die es keine Einschränkungen gibt. Mehr als 49.000 pro Tag sind es jetzt schon. In letzter Zeit haben die Touristen die Einwohner überholt. Es gibt mehr Betten für sie als für die Venezianer. Das Tagesticket wird daran nichts ändern. Dennoch erhofft sich der Bürgermeister Entlastung für die Stadt und eine Vorreiterrolle Venedigs im Umgang mit Massentourismus. Ja, ab wann ist es zu viel mit dem Tourismus und kann ein Tagesticket den Ansturm regulieren? Darüber spreche ich mit dem Reiseforscher Professor Jürgen Schmude. Herr Schmude, was glauben Sie denn? Was bringt diese Tourismusabgabe in Venedig? Was kann sie bringen? 5 Euro als Tagesticket? Ja, ich persönlich halte diese Lösung eher für die zweitbeste Lösung. Denn das wird dazu führen, dass die Touristen nach wie vor kommen. 5 Euro ist jetzt nicht so eine hohe Schmerzgrenze, dass jemand auf den Besuch von Venedig verzichtet, wenn er mit dem Kreuzfahrtschiff gekommen ist oder wenn er vor den Toren Venedig steht. Und die zweite Frage ist ja, ist dieses Geld zweckgebunden? Wird es für Maßnahmen eingesetzt, um diesen Overtourism in den Griff zu bekommen? Oder wird das Geld zweckentfremdet verwendet? Kennen Sie denn Beispiele von anderen überlaufenden Orten, die versucht haben, diesen Touristenmassen Herr zu werden? Ja, wir haben ja ganz unterschiedliche Destinationen, die unter Overtourism leiden. Das fängt bei einzelnen Museen oder vielleicht sogar Skigebieten an, bis hin zu Inseln, deren Zugang ich natürlich viel besser regulieren kann, als das bei Städten der Fall ist, wobei Venedig eigentlich auch gute Voraussetzungen bietet, um eine Regulierung der Touristenzahl vorzunehmen. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Konzepten, die unterschiedlich restriktiv sind. Wenn es so viel des Guten ist, also zu viel Tourismus auf kleinem Raum, dann spricht man, Sie haben den Begriff gerade schon erwähnt, von Overtourism. Wieso wird denn das Problem etwa jetzt in Venedig plötzlich so groß? Das hat einfach damit zu tun, dass die Reiseströme immer größer geworden sind. Der Tourismus war von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie die Weltwirtschaftskrise oder auch Covid-19, in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte. Die Beteiligung am Reisegeschehen ist international kontinuierlich gestiegen. Das heißt, die Zahl der Touristen wächst weltweit. Und solche Vorzeigeziele in Anführungszeichen wie Venedig werden natürlich dann noch verstärkter aufgesucht, als sie es in der Vergangenheit ohnehin schon der Fall war. Nun wünscht sich selbst der Bürgermeister von Venedig Entlastung, aber die Bewohnerinnen und Bewohner, die können wohl am wenigsten ausrichten, oder?
Ja, es gab ja schon Proteste in Venedig von den Bürgern, dass zu viele Touristen die Stadt bevölkern. Wir müssen da auch unterschiedliche Formen von Tragfähigkeit unterscheiden. Es gibt eine ökologische Tragfähigkeit, dann leidet die Natur, eine ökonomische Tragfähigkeit, dann steigen vielleicht die Mieten zu stark. Und es gibt aber auch eine sogenannte perzeptuelle Tragfähigkeitsgrenze. Das heißt, wenn die Alltagswelt der Einheimischen leidet und auch dazu gehört auch, dass das Urlaubserlebnis für die Urlauber selber leidet, weil zu viele Touristen zur selben Zeit am gleichen Ort sind. Dann sind wir wieder so ein bisschen bei der Anfangsfrage. Haben Sie denn vielleicht einen Vorschlag oder eine Idee, was Venedig helfen könnte, wenn Sie sagen, 5 Euro Tagesticket, das hält niemanden wirklich ab? Ja, zunächst finde ich die Idee ganz gut, das jetzt 30 Tage zu testen. Dann wird man sehen, ob da Effekte auftreten. Grundsätzlich, glaube ich, wird Venedig nur helfen, wenn man noch restriktiver vorgeht und die Zahl der Touristen, die man in die Stadt lässt, begrenzt. Ein Thema sind ja auch immer wieder die Kreuzfahrttouristinnen und Touristen. Die bleiben oft nur sehr kurz, konsumieren kaum, aber natürlich fluten diese Schiffe auch die Stadt mit Menschen. Ist das nochmal ein besonderes Problem, dieses Overtourism? Ja, natürlich. Wir sehen ja gerade am Mittelmeer die Städte, die unter Overtourism leiden. Das ist ja nicht nur Venedig, das ist auch Barcelona, das ist auch Dubrovnik. Um andere Beispiele zu nennen, die haben alle verschiedene Touristenströme. Das heißt Kulturtouristen beispielsweise. Und quasi add-on kommen dann noch die Kreuzfahrttouristen. Und man muss sagen, das ist teilweise auch ein hausgemachtes Problem, weil sich diese Destinationen sehr um Kreuzfahrtschiffe bemüht haben, dass sie die Schiffe anlaufen. Also auch ein Stück weit hausgemachtes Problem. Vielleicht kann eine Lösung sein, das 5-Euro-Tagesticket in Venedig. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Jürgen Schmude. Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Abend.